der Österreicher, der versucht ja, sich das Leben schöner zu sudern. Das funktioniert nicht. Du kannst ja nichts besser sudern. Aber der Österreicher sitzt an einem Sommertag, wo es 30 Grad hat im Boot, schaut den Wetterbericht an und denkt sich, in zwei Tagen regnet es, das ist so ein Scheiß. So ein Scheiß, es regnet in zwei Tagen. Der kann nicht da sitzen und sich mal denken, hey, wow, so wie es für ein super Leben, wenn ich in den Flieger steige und zwei Stunden irgendwo hinfliege, ist Krieg. Ich bin aber da, mir geht's gut. Und jetzt nicht aus der Position als Profisportler, wo alle glauben, wir verdienen so viel, was eh ihr Glaube ist, sondern als einfacher, normaler 0815 Mensch, der in Österreich lebt und keine gesundheitlichen Probleme hat, weil das muss man immer ausnehmen, aber halt einfach diese Sicherheit hat, in einem geheiligten Land wie Österreich leben zu dürfen. Es geht einem gut. Und dann aber auf die Ärmsten der Ärmel von irgendwo hinhauen und sagen, aber ihr sollt es nicht so gut haben wie wir, die nehmen uns ja nichts weg. Nur wenn man anderen weniger wünscht, hat man ja deswegen nicht mehr. Und das ist so dieser depperte Glaube. Das regt mich auf.